Hallo, meine Freunde. Ja, jetzt wollen wir erstmal ein bisschen hier im Chalamet-Land spielen. Das war meine Gnomenstimme. So, Tanja. What are you waiting for? Christmas? Gib mir Gigo. Ich will nicht mit dir reden. Der fliegt. Jetzt fliegt er komplett raus. Oh, wir sind jetzt unter in euer Computer leckt. Nee, Spaß. Tag 15, was ist denn jetzt passiert? Jetzt ist der Reactor einfach mal in die Luft geflogen? Hell no. What the fuck's going on, man? Okay. Das habe ich sowieso noch nie verstanden. Ist mir eigentlich auch wurscht. Einige deiner Entscheidungen haben unerwartete Konsequenzen. Das Tor zur Realität öffnet sich erst, wenn du alle veränderten Erinnerungen überprüfst, die rot gekennzeichnet sind. What the fuck? Das hier sieht grün aus. Das hier sieht grün aus. Das sieht grün aus. Das hier sieht rot aus. Alle anderen sind safe. Okay. Георгий сказал тебе, где найти планы электростанции. Увы, Нар окружил тебя. Du hast dich gewehrt. Отразил их нападение. Давай изменим прошлое, Wie heißt sie denn nur, Tanja oder Tatjana? Wir ergeben uns. Olga wird das mögen. Ah, Olga. Gut, gut. Er hat mir ins Gesicht getreten. Ah, guck mal jetzt. Das war's schon? Witzig. So, jetzt können wir weitergehen. Your relationship with Olga is now good. Jetzt kann man nach anderen Praktiken fragen. Jetzt erleben wir den Tag 15 nochmal und das Kraftwerk explodiert nicht. Dann hat man ja doch nicht freie Wahl von seinen Entscheidungen hier. Irgendwo muss ja dann doch alles erfüllen, dass es so kommen kann, wie es kommen soll. Tag 2, Zuflucht? Ach komm, verarsch mich doch nicht. Das ist doch scheiße. Прости, Игорь, мне нехорошо. Тебе придется пойти одному.
Wissensabwurf. Ich verstehe das Spiel nicht. Ich hole jetzt den dämlichen Essensabwurf auf dem Leninplatz und dann... Ja, ich mache Pause und dann gucken wir, was danach passiert. Kann doch nicht sein. So, Freunde. Also ich habe jetzt nochmal eine andere Mission gemacht. Die wir schon erledigt hatten und wir müssen irgendwie offensichtlich das Spiel nochmal neu spielen. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ich habe auf jeden Fall die AK geupdatet und wir müssen jetzt nochmal die Quests, die wir schon mal durchgemacht haben, nochmal neu machen und ich würde sagen, wir nehmen das einfach auf. Das Let's Play und das Gameplay hier dauert dann halt so lange, wie es dauert. Ich weiß auch nicht so richtig, ja, wie ich das einordnen soll. Wie das Game nun tatsächlich funktioniert. Es hat jetzt die Zeit wieder komplett zurückgestellt, also wir sind wieder an Tag 3. Wir haben jetzt alle Erinnerungen eigentlich so, wie sie sein sollten müssen. Tracksuit, geil. Den holen wir mal. Ich weiß nicht, ob jetzt hier noch neue Sachen dazukommen. Wäre cool. Aber ich kann es nicht... Ich kann es nicht klar sagen. Dem wirklich so ist. Deswegen schaut einfach weiter. Ich bin genauso blind quasi in diesem Spiel wie ihr. Ich weiß über das Spiel genauso viel wie ihr, wenn ihr alle Folgen geguckt habt. Beziehungsweise ihr wisst dann genauso viel wie ich. Jetzt gehen wir mal zu Tracksuit Guy. Das ist da vorne. Ein Ausrufezeichen. Ach so, Evgeny. Ich höre schon wieder seine Ballermucke. Hey, ты чё, новенький? В смысле новенький? Ага, новичок. А, ну, я думал... 1900 год. А знаешь, а братва Припяти держит, как это... Не... Кем я раз шон? Ты можешь мне помочь? Татьяна? О, нет. Жаль, твоя девушка. А ты что-то про что предлагаешь? А? Как так? Да вот так. Не открыл... Коробки с... Ха, сделка проста. По одной коробке в день, потому что ты мне брал только для... А ты слыхал про... Нет. Ты а туда что не такое? Ходи. Я тут с хозяином огорода решил переговор. Он пушку на меня наставил. Мне пора. Мне пора. Sieht alles so komisch aus hier. Grüner Dunst. Seltsam. Der gute Evgeny. Okay.
Können wir jetzt mal die geupdatete AK ausprobieren? So wie sich das anhört. Wir haben ja offensichtlich einen Bunker unter uns. Okay. Hier los. Das ist ja interessant hier. Ah, hier waren wir schon mal drinne. Doch irgendwas von Konvoi. Nichts von einem Konvoi zu sehen. Оливер, как слышно? Я на крыше. Тут хороший обзор. Вижу какой-то дым вдалеке. Слышу тебя хорошо. Что за дым? Красный? А? Тогда это сигнальный. Красный используют военные, чтобы отметить зону доставки грузов. Это твоя цель. Понял тебя. Не пытайся забрать все. Соблазнительно, знаю. Но нам лучше не высовываться, а то НАР быстро нас вычислит. Das ist auf jeden Fall neu. Da wusste ich gerade nicht, was das sein soll, ne? Oliver, kopierst du? Ja, ich stehe gerade am Kopierer! Dummes Scheißvieh, Alter.
Endlich habe ich sie gefunden. Das sieht krass aus. Höhle. Leute, jetzt geht's aber los hier. Shotgun-Munition. Sehr schön. Die stärkste Waffe im Spiel. Man entdeckt immer wieder Neues, es ist faszinierend. Bin auch gerade komplett geflasht, muss ich sagen. Ah, hier ist der Kopachi Kindergarten. Vetchnaya Pamyat Spashim Atechetstvo At Bashisma. Ja, wahrscheinlich Kriegsdenkmal. Sehr interessant hier, Kopachi. Ach, shit. Okay. So, wir müssen jetzt hier noch die Crates bergen. Ящик патронов 7,62. Есть. 12-миллиметровый. Есть. О, что-то мы зарауфим. Lauf doch, Junge! Huch! Oh fuck, Jungs. Scheiße.
Ich werde mich bestimmt nicht ergeben, Alter. In diesen fucking Knast gehe ich nicht mehr. Tja, mittlerweile kennen wir uns aus. Gut, Freunde. Das erstmal zu dem Teil. Also, das Spiel geht auf jeden Fall noch weiter, als ich das dachte. Und wir sehen uns zur nächsten Folge, wa? Tschüss.